Willkommen zum heutigen Reise-TV. Heute geht es um ein bisschen Reiserechtliches. Und zwar geht es darum, inwieweit Reiseveranstalter sich aus der Verantwortung bei Ausflügen schleichen können. Also können sie da einen Haftungsausschluss geltend machen? Klare Antwort, ja schon, aber nicht immer. Viele Ausflugsprogramme bei Pauschalreisen werden nämlich durch örtliche Anbieter angeboten, sogenannte Fremdanbieter. Und dann haften in der Regel diese Veranstalter letztendlich auch für die ordnungsgemäße Durchführung und auch bei Unfällen. Die deutschen Reiseveranstalter treten dagegen meistens nur als Vermittler auf und sind dann aus der Veranstalterhaftung eigentlich heraus. Allerdings, Reiseveranstalter müssen deutlich darauf hinweisen, dass die Ausflüge nur vermittelt werden. Tun sie das nicht, können sie nämlich durchaus doch zur Verantwortung gezogen werden. Das erfuhr vor kurzem Altours, denn die mussten Schadensersatz leisten, weil sich Gäste in Bulgarien bei einer Geländewagentour verletzt haben. Die Düsseldorfer vermittelten den Ausflug zwar nur, aber der BGH war der Meinung, dass dies für die Reisegäste nicht deutlich genug erkennbar war. In der Begrüßungsmappe gab es ein großes Altours-Logo und darunter stand ihr Ausflugsprogramm. Klar, da konnten die Gäste davon ausgehen, dass das Ausflugsprogramm von Altours veranstaltet wird. Am Ende der Seite, nach Ansicht der Richter eher unauffällig, gab es einen Hinweis auf die durchführende Agentur. Das reichte den Richtern dann eben nicht. Und somit stand für die Richter fest, dass die Reisenden den Eindruck gewinnen mussten, dass das Ausflugsprogramm optionaler Teil der Pauschalreise ist, also auch von Altours verantwortet wird. Um diesen Eindruck zu korrigieren, hätte es einer deutlicheren Erklärung bedurft, als dies eben auf der Ankündigung, auf dem Programmblatt von Altours geschehen ist. Der Bundesgerichtshof verwies den Fall jetzt ans Oberlandesgericht Düsseldorf zurück. Es muss neu verhandelt werden. Das Oberlandesgericht war vorher zu einem anderen Urteil gekommen worden. Das Aktenzeichen habe ich hier eingeblendet und die Reisegäste fordern nun von Altours Schmerzensgeld und Altours wird wohl zahlen müssen. Schon 2007 gab es übrigens ein ähnliches Urteil für das BGH. Da monierte der BGH auch, dass einem Reiseveranstalter eine nicht ausreichende Kenntlichmachung von Fremdleistungen, also auch damals gab es solche Fälle schon, aus dem Schaden sind nicht alle klug geworden. Naja, vielleicht ja diesmal. Noch schnell ein Blick zu TUIfly, da gibt es ab Mai neue Flüge in Richtung Mittelmeer. Ab 13. Mai fliegt TUIfly zweimal wöchentlich von Stuttgart nach Brindisi und zurück. Ab 14. Mai dann zweimal wöchentlich von München nach Ibiza. Und ab 27. Mai gibt es immer freitags einen Flug von Hannover nach Patras und zurück. Soweit heute Reise-TV. Ich hoffe, es war informativ und wünsche wie immer eine gute Reise. Musik.